Sie sind nur noch 90 Minuten entfernt von ihrem ersten Champions League-Titel. Atletico Madrids Traumsaison könnte mit einem Sieg gegen den Stadtrivalen Real am Samstag in Lissabon gekrönt werden. Nachdem man den ersten Ligatitel seit 18 Jahren gewinnen konnte, will das Team von Diego Simeone am Wochenende das Double perfekt machen. Verteidiger Diego Godin geht optimistisch in die Partie gegen die Königlichen. Wir kommen zu unserem letzten Finale in dieser Saison mit den besten Voraussetzungen. Wir sind in einer tollen Form und sehr selbstbewusst, also glaube ich, wir werden diese Partie in unserer besten Form spielen. Wir wissen, dass das eine große Gelegenheit für uns ist. Wir hatten bereits ein Finale gegen Barcelona und konnten es gewinnen. Jetzt müssen wir gegen Real Madrid ran. Eine große Herausforderung für uns. Wenn wir gewinnen, würden wir Geschichte schreiben. Atletico hat in dieser Saison bisher die Überhand behalten. Mit einem Sieg und einem Unentschieden nach den beiden Aufeinandertreffen mit Real in der Liga. Obwohl das Team von Carlo Ancelotti am Ende nur Dritter wurde, warnt Mittelfeldspieler Raúl García davor, den Finalgegner zu unterschätzen. Wir haben immer gesagt, dass wir Real Madrid genau wie jedes andere Team respektieren. Aber für uns ist wichtig, dass wir uns stark fühlen und so antreten können, wie wir es gewohnt sind, und dann geben wir alles. Wir wissen, wie wir gegen diesen Gegner spielen müssen. Wir kennen die Stärken und Schwächen der anderen. Wir haben ja schon mal gegeneinander gespielt. 1974 hatte Atletico schon mal das Finale erreicht und mit 0:4 gegen den FC Bayern verloren. Am Samstag soll es jedoch anders laufen.